auch ein kleiner literarischer Tipp an dieser Stelle. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Autor oder von welchem Verlag, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen mal im Griff. Das große Katzenhasserbuch. Nummer 1 und 2. Schöne Geschichten für alle die, die keine Katzen mögen. Tausende Ärger-Varianten, wie man Katzen um ihren Verstand bringen kann. Manchmal auch sehr diskriminierend und brutal, aber dennoch ein lustiges Buch. Denn natürlich meinen wir das nicht alle ernst, die Katzen sind eigentlich lieb und nett. Und deswegen ein bisschen auf ironische Weise der Tod von Katzen. Oder, ja, ich will nicht sagen Tod, das ist so drastisch. Aber Ärgermethoden für Katzen, sehr zu empfehlen. Und ja, ein kleiner Exkurs in die literarische Welt. Genau. Ja, wir sind nicht nur kranke Zocker. Wir lesen auch Bücher. Okay, es ist mehr Comic. Das Katzenhasserbuch. Aber ich na gut. Ja, Anfälle gerade, weil die eine Katze. Es sind Hunde. Das ist die Definition. Es gibt nur noch Hunde auf der Welt. Ja, Entschuldigung, es ist. Die Katze wurde abgeschafft. Es gibt nur noch Hunde. Naja, sagen wir es mal so: Die Katzen wurden alle in China irgendwie verschwunden. Das ist jetzt auch nicht diskriminierend oder so gegen andere Länder, ja, Teile natürlich. Der Welt. Ja, zumal es Japan war, aber. Okay, da, ja, okay. Ja, kein Wunder, dass die Katzen weg sind. Aktuelle Situation vor der Wind. Ja. Achso, ich bin eigentlich gar nicht dran, aber. Ach, egal. Das fällt mir keinem auf. Jetzt ist es egal. Ich war so im Redefluss. Ja. Er hat einfach mein Video mal 2 für mich übernommen. Und er macht das hier fast nicht glänzend. Weil er schon wieder eine Kiste findet. Naja, okay. Das angesprochen mit Japan ist eine schlimme Situation. Wir wollen uns da auch nicht drauf versteifen. Genau, und drüber lustig machen. Das ist sehr ernst, auch für den Rest der Welt. Das betrifft uns alle. Deswegen werden wir das Thema jetzt erstmal beenden, denn wir wollen ein Spaßthema, nicht sowas Ernstes und wirklich Bedrohliches, sondern eher was Lustiges wie Spieleaffe. Und du hast schon wieder eine Kiste versenkt. Ich hab's gemerkt. Kann es sein, dass wir in unserem Video zu viel reden? Das ist beim Let's Plays. Okay. Let's Plays muss man. Ja klar, aber doch nicht so viel und so unnützes Zeug. Ja, was will man denn sonst reden? So. Übernützes Zeug, sowas wie, warum es keine größeren Kanonenkugeln gibt, die mehr Bums machen. Ach, das ist auch einfach, nein. Fast. Ja, was? Aber jetzt sind wir mal ganz schön. Genau. Die Kiste ist versperrt. Kiste plus Kiste gleich zu, für alle Mathematikbegabten eine wichtige Formel. Okay, fehlt eine Kiste vorne, aber die ist auch. Die knapp. Ja, okay. Ja, doch. Also. Das darf nicht gehen. Bisschen. Da. Jetzt noch ein bisschen Dach. Glück noch ein bisschen Dach. Runter. Wieder runter. Geht. Geschwindigkeit. Also, ja, nicht in Geschwindigkeiten, Tacken höher. Das war schlechte Kommunikation zwischen den Spielern. Wie schon zu oft. Ja. So, dann ist die zweite jetzt auch so schön hingekriegt. Nein. Ja, das ist. Also, wie man sieht, ist das jetzt hier das schwerste Level. Mit, ja, eigentlich. Obwohl, eigentlich das ist das schwerste Level. Wir versuchen uns jetzt hier ein bisschen weiter dran. Wir werden das auch noch schaffen. Bin ich überzeugt von. Ja, ja, das sieht gut aus. Und da haben wir es eigentlich geschafft. Ja. Da ist es. Level complete. Wirklich ist es geschafft. Okay, jetzt haben wir dieses Level. Darum sieht man auch sehr schön die großen. Die gerade nichts tun will. Normalerweise läuft der Hund einfach so rein. Ah, ja, jetzt rollt der Hund. Ja, und ja. Jetzt. Nein, auf die Kante. Wie ihr seht, kommt die
große Kugel gleich hinterher. Nein, nein! Okay. So kann man auch skillen, also... Okay, die große Kugel da rein wäre natürlich fail gewesen. Also die Situation ist entschärft nach einer unglaublichen geschossenen Leistung von dem Typen, der momentan genannt werden darf. Oh mein Gott! Ja, der Zyklus der Stahlträger hat sich geändert. Ach du Himmel, das wird jetzt schwer. Nein! Nein! Es wird immer enger und ich sehe vielleicht schon gleich eine Liste. Nein, du nicht. Nein! Nein! Ich sehe den Restart schon kommen. Schieb die bis nach oben hin! Schieb die bis nach oben dahin! Du hast gleich schon mehr Shots Schüsse verbraucht, als wir insgesamt haben. Ups! Scheiße! Wir können jetzt die Zuschauer fragen, ob wir jetzt noch mehr Schüsse verbrauchen sollten, oder? Wir müssen natürlich erst das Video ins Internet stellen, damit die Kombi schreiben können. Nein, du machst jetzt einen Restart. Mann, das war aber Skill. Ja! 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 Und er schafft es einfach noch. Wenn er kein Level-Record mit 64 Schuss. Okay. Was Skill? Okay, an die 133 bin ich schuld. Nein. An die 133 bin ich schuld. Das ist ganz alleinig schuld. Bei mir. Okay, jetzt gerade mal. Nein! Wie man sieht, ist er begeistert, dass Oliver jetzt wieder... Du hast sie festgebackt. Alle Schmetterbälle. Ja. Er hat die kurze Kanonenkugel festgebackt. Ja. Sollte extra Punkte geben, gibt's leider nicht. Aber, naja. Doch, immer wieder ganz lustig. Na, komm. Okay, das sollte ein Restart werden. Restart. Nein, das war nicht schlecht. Okay, ja, das ist ein schönes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. So nach dem Motto, die kommen aus dem Abgrund, können auch wieder da rein. Also wenn der Katzer ist irgendwie kein Klopfer. Ja, wieder mal, der Hund ist wesentlich einfacher. Der Hund ist mal wesentlich weniger Kraft in deinem Dorf. Ja. Das ist auch eine Situation, wie man es fehlen kann. Fast! Also ich meine, der Hund wäre auf jeden Fall drinne. Das war glaube ich nicht immer so. Okay, hätte sie Warum? Sich nicht so gedreht, dann wäre es perfekt gewesen. Muss das Ding auch so schwingen. Ja! Nee, du triffst den Hund jetzt. Wie, er fällt nicht da rein? Ja! Ja, okay. Komischerweise kein Okay. Oh, damit sind wir durch und wieder der Hund durch. Mit dem coolen Blick. Ja, also, der ist natürlich, das ist episch, das ist der Hund. Okay, also abschließende Worte. Spielt dieses Spiel, es ist sehr zu empfehlen. Genau, und nochmal literarischer Hinweis, wenn ihr keine Katzen mögt oder als Gag für jemanden. Das große Katzenhasserbuch müsst ihr einfach mal bei Google eingeben, müsst ihr es noch geben oder bei Amazon, das ist nämlich schon etwas älter, aber sehr zu empfehlen. Vielleicht machen wir ja mal ein Video über das Katzenhasserbuch, indem wir es einfach mal vorstellen. Genau. Bisschen rassistisch, aber nein, egal. Schreibt in die Comments, ob ihr das wollt, ob wir es vorstellen sollen. Und bei Namen. Schönen Namen haben. Ja, genau. Und schreibt dem Typen, der das Katzenhasserbuch vorgestellt hat, kurz einen Namen. Aber bitte nicht Typ, der das Katzenhasserbuch vorgestellt hat. Das wäre ein wenig zu lang. Das ist auch eine Möglichkeit. Ihr könnt alles reinschreiben, was ihr wollt. Natürlich keine rassistischen oder so Äußerungen. Aber ansonsten, alle Vorschläge sind gerne angenommen. Ja. Ja, dann war es das für heute und viel Spaß noch bei dem, was ihr zu tun habt. Tschüss.